Hallo, mein Name ist Jens Schniedenhahn und ich bin Gründer der Krav Maga Federation Germany. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie wir mit Messerbedrohungen am Hals umgehen. Also, bleibt dran! Also, dass ein Messer brandgefährlich ist, darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Das sollte wohl jedem bekannt sein. Ein Messer kann stechen, schneiden, ich kann es aus verschiedenen Winkeln ziehen, ich kann es erst kurz vor der Attacke ziehen, ich kann es überall kaufen. Die Wahrscheinlichkeit einer Verletzung bei einer Messerbedrohung oder Messerattacke, die ist super hoch. Also wir sollten wirklich, wenn wir uns mit dem Gedanken spielen, uns zu verteidigen, sollten wir mit Verletzungen rechnen. Bei uns gibt es drei grundsätzliche Regeln. Regel Nummer 1, wenn jemand ein Messer zieht oder du siehst, dass jemand mit einem Messer ankommt, verschwinde, wenn du die Möglichkeit hast. Regel Nummer 2, solltest du nicht verschwinden können, weil du vielleicht gerade irgendwo in einer Ecke gedrängt wurdest oder ähnliches, dann nimm ein paar Münzen, schmeiß ihm die ins Gesicht, nimm dein Handy, schmeiß es ihm ins Gesicht, nimm einen Schlüsselbund. Egal, Hauptsache, du hast eine Sekunde gewonnen und kannst dann vielleicht verschwinden. Regel Nummer 3, sollte das auch nicht möglich sein, dass du abhauen kannst und du musst kämpfen, dann versuche irgendeinen Gegenstand zu nehmen. Vielleicht hast du einen Knüppel, der da rumliegt, einen Feuerlöscher. Du hast einen Stuhl in einer Kneipe vielleicht, den du zwischen dich und den Angreifer bringen kannst. Also bring irgendetwas, einen Gegenstand zwischen dich und den Angreifer, um deine Chancen zu erhöhen, dass du eventuell dann wiederum nicht sofort von ihm attackiert werden kannst. Das Problem, was ich beim Abhauen sehe, ist natürlich, dass wenn derjenige schneller ist als ich, hat er mich ganz schnell wieder. Und von daher kann man keine grundsätzlichen Ratschläge geben, was tue ich bei einer Messerbedrohung. Wenn ich kämpfe, werde ich verletzt, das ist auch klar. Bei uns gibt es insgesamt zwei verschiedene Arten von Messerattacken. Das eine ist quasi der Messerangriff. Das heißt, der kommt entweder aus der Distanz oder aus der Nähe, der kommt verdeckt oder hinterhältig. Das zweite ist die Messerbedrohung. Und darum geht es heute. Bei der Messerbedrohung sind die Chancen etwas besser als bei der Messerattacke. Bei der Messerbedrohung ist es so, dass jemand kommt und hält dir ein Messer an den Hals, an die Kehle, an den Unterleib, vor den Bauch und fordert irgendetwas ein, möchte, dass du irgendwo hingehst oder möchte deine Autoschlüssel haben, dein Portemonnaie. Und das ist der heutige Punkt und das heutige Thema. So, wir zeigen euch die Technik jetzt einmal von der einen Seite, dann von der anderen Seite schnell und danach wird erklärt. Okay, warte. Okay, Matze, darf ich einmal? Wir machen Folgendes, wir nehmen die Messerbedrohung an dieser Seite, nicht an dieser Seite. Das kommt ein andermal. Also, Matze nimmt das Messer dahin. Das Wichtige ist jetzt quasi, dass ich hier einmal mit dem Monkey Grip fixiere. Das bedeutet, wenn ich hier hinziehe und am Brustmuskel, am Pectoralis fixiere, dann wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass er einen Reflex hat und will in diese Richtung ziehen, also zum Schneiden hin. Und habe ich den normalen Gabelgriff, dann wird er da leichter rauskommen bei schwitzigen Händen oder ähnlichem, als wenn ich hier diesen Griff habe und den am Brustmuskel fixiere. Okay, also er hat das Messer hier. Was ich machen muss ist, ich gucke ihm nicht direkt in die Augen, um ihm nicht irgendwelche Signale zu geben, um ihn nicht aggressiv zu machen. Wenn er unter Drogen steht, wäre das ein Problem. Ich gucke auf den Brustmuskel und die Hände sind in Höhe der Waffe. Dann versuche ich gleichzeitig, hier diese Fixierung zu machen und am Brustmuskel den Ellbogen und die Hand zu fixieren. Danach folgendes, wir drehen einmal kurz um, Matze. Danach passiert also folgendes, ich bin hier und mein Kinn ist hier runter. Das heißt, ich bin zum einen geschützt gegen seine Schläge, schlag mal, da,
bin ich geschützt, also wenn ich jetzt den Kopf nach hier hin drehe. Zum anderen hat es die Bewandtnis, mein Kinn ist unten und sollte plötzlich ein Schnitt kommen, habe ich das Kinn als Schutz da. Wenn ich jetzt hier bin, starte ich durch ihn durch. Das heißt, ich fixiere mit aller Gewalt hier den Arm an meinem Körper, dass er wirklich nicht mehr loskommt. Renn durch ihn hindurch, dadurch hat er schon mal einen leichten Überhang nach hinten und ich fege dann das Bein hier runter. Dann bitte nicht die Kontrolle verlieren. Wir bleiben in dieser Position und fallen nicht mit dem Aggressor runter. Mein Knie ist in seiner Kehle. Der Ellbogen, den kann ich hier brechen, indem ich in diese Richtung gehe. Matze, gib mal ein Feedback, wenn es da, okay, er klopft ab. Hier könnte ich das Handgelenk brechen. Also zwei Möglichkeiten. Ich nehme das Messer weg und kann verschwinden. Okay. So, wir zeigen das noch einmal von der Seite. Messer am Hals, ich gucke ihm nicht direkt in die Augen, ich bin hier, ich bin in der Demutshaltung. Dann sofort den Move machen, das heißt hier einmal Monkey Grip, unterm Ellbogen, Kopf nach hier hin, Körper ran, sehr stark fixieren. Dann mit dem Feger weitergehen, Kontrolle behalten, nicht mit dem Menschen mitfallen. Knie fixiert in der Kehle, hier sind wir im Rippenbogen, da können wir den Druck halt noch erhöhen, wenn wir wollen. Der Ellbogen muss frei sein. Ich kann ihm den Ellbogen in diese Richtung brechen, in diese Richtung das Handgelenk. Ich kann das Messer wegnehmen und dann kann ich einmal den Bereich abscannen. So, zum Abschluss sei noch gesagt, sollte es sich darum handeln, dass der Täter nur meine materiellen Sachen möchte, dann gebe ich ihm die natürlich. Mein Handy, mein Auto, was auch immer. Ja? Denn ich will ja abends noch heile nach Hause kommen. Da würde ich nie versuchen, den Helden zu spielen. Aber wenn es wirklich nötig ist, dann muss ich halt gucken, dass ich eine Option habe und diese Option würde ich dann halt auch einsetzen. Und da ist oft dann der Kampfgeist und der Kampfwille wichtiger als die beste Technik, denn es gibt niemals die perfekte Technik. Es wird immer irgendwelche Probleme geben. Der Täter braucht nur anders stehen, sich anders bewegen, das Messer in einem anderen Winkel halten und schon funktioniert das vielleicht nicht mehr. Oder ich muss auf eine andere Option zurückgreifen. Okay, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.